Okay, das ist was Besonderes. Human or Not. Hast du davon schon mal gehört, Dofi? Ich glaube nicht. Das ist ein Spiel, wo wir mit jemandem schreiben und wir müssen am Ende sagen, wir haben irgendwie 2 Minuten Zeit, wir müssen am Ende sagen, ob wir glauben, dass die Person, mit der wir geschrieben haben, ein Mensch war oder ein Bot. Hey. Okay, wir müssen jetzt raus. Ist das ein Bot oder ist das ein Mensch? Er braucht sehr lange zu schreiben. Würde ein Bot so lange schreiben? Ist das schon ein Also, Zeichen? entweder ist es ein Bot oder irgendwer schreibt dir wirklich gerade. Genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Bot. Ich. Glaub mir, es gibt Leute, die schreiben echt langsam. Ja, aber Menschen und keine Bots. Ja, vielleicht ist das extra langsam, damit du denkst, es ist ein Bot. Oder die Oh, KI ist shoot. einfach. Oh. Oh. Guter Anfang. Ui. Oh, Junge. Okay. Ich habe die Seite nicht ausprobiert. Bitte sag mir nicht, dass die Leute jetzt immer zu lange brauchen, um Nachrichten zu schreiben. Also muss die andere Person jetzt herausfinden, ob du Nee, wir beide die. müssen es herausfinden. Aber diesmal fange ich Ah. nicht an. Können die Leute hier mal schreiben? Die sollen doch nur hey schreiben. Sind die AFK? Meinst du? Kann sein. Sitzen die vor PC? Ich glaube, der Fakt, wenn dir jemand antwortet, ne? Dann ist das schon so ein. Oh, suggest a conversation starter. What would you name a pet horse if you knew it preferred the name Andrew? So fange ich die meisten mal Gespräche an. Wir versuchen hiernach noch 3 Leute. Wenn einer von denen antwortet, bin ich happy. Es kann nicht sein, dass keiner von denen antwortet. Me and my pet horse named Andrew gonna get along fine, thanks. Lololol, sorry, I'm just having so. Klingt nach einer Person. Ich aber nicht. Ich meine, der Bot hier ist schon so gemacht, dass er halt besondere Sachen schreiben soll. Ah, okay. Aber ein Bot würde doch nicht so lange brauchen, um das zu schreiben, oder? I'm good, how are you doing? Somehow you have to ask me that yourself, you know, right? I'm doing fine. Don't understand. Second part of the message. Ah! Das ist safe ein Bot, oder? Das ist auch ein Bot, oder? Ah, okay. So, your Bot. Nein, das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Na, Mate. Das ist ein Mensch, oder? You sound like a Bot. Also, das war ein Mensch. Das war ein Mensch, oder? Ja. Human. Nein, was? Es war doch ein Bot. Das war ein Bot? Lololol, sorry, I'm just having so. Ich schreibe jetzt auch mal mit einem nebenbei. Okay, du. Wollen wir gleich mal ein Experiment machen? Was denn? Wir schreiben gleich, also ich schreibe hier mit Leuten und du, wir machen nacheinander, müssen wir, also wir müssen dann sagen, ob wir glauben, es war ein Bot oder nicht. Und wer zuerst 3 Punkte hat, hat gewonnen, okay? Aber die sieht doch gar nicht, was ich habe. Nein, du guckst bei mir mit. Ach so. Ich dachte, du meinst Wir Excel. entscheiden das für meins, was wir hier Ja. sehen. Der Pet Horse named Andrew war schon seit so Jahren, ne? Ich dachte auch, es wäre ein Mensch. Es wirkt auch voll wie ein Mensch. Ich frage mich, ob man hier aber gar nicht mit echten Menschen schreiben kann, weil echte Menschen nicht in der Lage sind, eine Nachricht einzutippen in 42 Sekunden. Okay, Leute, ich glaube. Schade, ich finde die Idee der Seite sehr, sehr cool. Aber es bringt halt nichts, wenn Leute nicht hier schreiben, ne? Meine Person schreibt, Hi, you a girl? Oh nein, das ist exakt wie Omegle. Hey, der Bot hat geschrieben, I'm a boy, you try now, let me smell. My hands have been smelling like garlic for the last month. Will it ever end? Have you tried washing? Was hat er bei dir geschrieben? Habe ich doch gerade vorgelesen. Achso, ich dachte, du meintest noch was. Ich habe geschrieben, no, please don't do that. Okay, du musst ein bisschen hier aufpassen, damit du gleich mitraten kannst. Aha. Aha. Oh, er ist weg. Ich glaube, das war human. Yeah, dude, like a million times, but these garlic hands are haunting me. Schreib's aber auch extra wie ein Bot, Ich ne? schreibe auch extra wie ein Bot, ja. Ich muss es ja nicht einfach machen. Es geht ja für mich nicht darum, dass sie mich erkennen müssen, oder nicht? Ja. Ja, das ist halt schlecht. Was sagst du, Bot oder Mensch?
Eigentlich würde ich sagen Human. Es kann sein, dass jemand dich halt auch einfach so trollt. Aber ich glaube, es ist doch ein Bot. Dann sag ich Human. Du sagst Bot, ich sag Human, okay? Ja. Okay, 1-0 für dich. Meins war auch ein Human. Wer hätte es gedacht? Okay, hello, my friend. Oh, das ist ein süßer Smiley. Manchmal sehen die Smiley nicht so süß aus. Der sieht süß aus. Oh, ich frag mich, ob so Leute sind so... Oh Mensch, ich habe echt Lust, heute eine Runde Human or Not zu spielen. Dann starten wir mein Game. Wenn jetzt hier drauf keiner antwortet, ne? Dann lass ich's. Dann gehst du als Siegerin hier hervor. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. No, klappt nicht. Also die Seite ist... Das Problem dieser Seite ist, dass es so viele Menschen gibt, die einfach gerade nichts machen. Wisst ihr, dann gehe ich doch lieber auf die wahre beste Seite, auf die man gehen kann, wenn man mit Bots schreiben will. Und zwar natürlich, Omegle. Hey, wie geht's? W24. So begrüße ich die Leute auch. M25. W24 has stopped working. Sie sieht jetzt gerade, was sie hat so eingegeben, W24. Sie rechnet jetzt fest damit, dass irgendwas Perverses kommt. Weil ich nur gefragt habe, wie geht's, ist sie so... Das ist nicht wie in den Tests. Ja, okay. Hey. Heute ist Mädelsabend bei Omegle. Ist halt echt so. W19 ist stop work. Glaubst du, ich überfordere sie? Schreib doch irgendwas Spannendes rein. Geht's, Ja. Dann wird sie dir bestimmt antworten. So läuft übrigens auch Speed-Dating ab. Ihr setzt euch gegenüber voneinander hin. Hallo, W19. Oh, und wie geht's dir? Die Frage, die Omegle zu verzweifeln bringt. Wie geht's? Ja, tatsächlich. Hi, W28. Leute, heute ist aber der Tag auf Omegle. Okay, irgendwas Spannendes schreiben. Oh nein. Was ist heute auf Omegle los? Ich kann verstehen, dass die Leute dir nicht antworten. Aber sie kicken mich auch nicht weg. Das gibt's nicht. Ausgedribbelt. Ohne Fragezeichen. Ohne? Heißt du Ohne? Ich rede mit mir. Ich bin so einsam. Ich glaube, da kommt. Ich fass es nicht! Same! Endlich mal eine normale Begegnung auf Omegle! Ja! Das wollte ich doch! Oh, das wollte ich doch! Hey! Hey, ach ja, ach Mensch! Ich fass es nicht. Eine normale Person. Mit Abkürzung schreibt die Nose. Ist egal, sie ist jung, sie ist hip und cool. Wie alt bist du?
Was an dieser Nachricht war falsch? Was habe ich falsch gemacht in dieser Nachricht? Zu alt? Zu jung? Alt? Ich weiß es nicht. Zu alt? Mit 25? Für was denn? Du schreibst so viele Buchstaben, wahrscheinlich. Ey, ich bin eingeschrieben. Ach Mensch. Cool. Also, wo ist das? 1996. Oh Mann, was ist das denn? Was ist das denn? Was sind das für Bots? Warum schreiben die denn W26 oder nix? Ich weiß es nicht. Ausgedribbelt. Hallo Mädchen. Hallo Mädchen, das ist ausgezeichnet. Womit bist du beschäftigt? Schreiben, und du? Das ist ausgezeichnet. Soll ich mich für dich ausziehen? Bitte nicht. Das ist ausgezeichnet. Das ist ausgezeichnet. Ach so, sie ist ein Mädchen. Das ist ein Bot, der auf Englisch übersetzt. Hä? Hello, girl. Die Person soll ein Mädchen, das ist ein Bot, der hat auf so eine Pornoseite einen verlinkt und damit rechnet, dass man ein Mann ist. Quasi, hallo, hier ist ein Mädchen und dann so tut, als würde sie ein Gespräch mit dir führen. Womit bist du beschäftigt? Ich schreibe dann zum Beispiel masturbieren, dann schreibt sie ausgezeichnet. Soll ich mich für dich ausziehen? Ja, das ist ausgezeichnet. Dann schickt sie dir den Porno-Link. Aha! Das andere fand ich lustiger. Egal, wir haben das Beste draus gemacht, ne? Sind wir ehrlich. Ausgedribbelt. Nein, nein! Oh, was? Was? Omiglyph verwirrt mich auf so vielen Ebenen. Okay. Ich weiß es nicht, was gerade. Ich wusste, dass das kommt. Ja, das habe ich verdient, sind wir ehrlich. Das habe ich verdient. Na du? Wegräumen! Wegräumen, J8GG! Ja, Gigi! Ach, der schon wieder. Oh, diese Seite ist eine einzige Katastrophe. Die war so cool früher mal. Die war mal so cool. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist aber auch langweiliger Smalltalk vom Feinsten, ne? Was soll ich denn sonst schreiben? Weiß ich nicht, irgendwas Spannendes. Ich wollte erst Interessen schreiben. Besondere Hobbys. Das klingt aber auch ein bisschen weird. Dann sag mir gleich, was ich schreiben soll. Du sagst mir sofort, was ich schreiben soll. Ich schreib's. Also, was gibt's für interessante Themen, die man ansprechen kann? Das sollst du nicht schreiben. Okay, ja doch, schon schreib's. Ich hatte die Person ja irgendeine Idee. Keine Ahnung. Okay, die Person ist nicht sehr gesprächig. Juno würde fragen, wie ist das Wetter? Du bist nicht sehr gesprächig.
Hat ja gut geklappt, Dofi. Ja, sprich irgendein Thema an oder so. Stell Fragen, die spannend sind. Und nicht, hi, wie geht's? Was machst du so? Ich einfach überhält ist was. Hast du die ESC gesehen? Ja, was soll ich denn machen? Du sollst fragen, ob sie dich gucken. Na, das ist komisch, glaube ich. Das ist komisch. Nein, ich frag nicht, wie groß deiner ist, Anni. Das kannst du selber machen. Okay, Leute, ich glaube, das wird kein normales Gespräch mehr. Früher war Omegle so eine gute Seite. Was ist nun passiert? Aileen hat mir was geschickt. Das soll das neue Omegle sein. Aileen, auf was für Seiten treibst du dich denn rum? Wie heißt die Seite? Emerald Chat. Da steht sogar, ist das New Omegle. Warning! To use Emerald Chat, you must be over 18 years old. I am. Whoop? Whoop? Hi. Warum heiße ich White Gamoreans? Hi, M. Which is M here? M25. First time here. Oh, guck mal, die antwortet doch ganz normal. Er. Die Person. Achso. Ich fühle mich schon gelangweilt. How are you? I'm fine. How are you? Ja, wie gesagt, Smalltalk ist halt langweilig. Hier gibt es aber eine Bilderfunktion. Ich habe Angst, dass sie mir einen Dickpick schicken. Ich lasse das lieber. Oh, stimmt. Die Gefahr ist zu groß. Zu groß. Maria sollte mal mit ihrer sinnlichen Stimme in den Voice-Chat gehen. Mit ihrer sinnlichen Stimme. Hallo, ich bin W29. Ich mag gerne Videospiele spielen und ich esse gerne Spaghetti! Ich mag dich, du vielein. Ja. Ich hab dich lieb. Ja. Ja.